Stürmer beim belgischen Meister. Natürlich ein Ausfall, der das Konzept von Trainer Ernst Happel hier durcheinander gebracht hat. 10 Minuten vor Spielbeginn ein 20-Jähriger in der Sturmmitte. Klinkhammer. Er könnte gehen. Er trägt die 2, ist Kapitän, spielt eine ähnliche Rolle, natürlich nicht. Basteins, verfolgt von Simonsen. Kein Eckball. Kurz. Courant. Lakens. Wieder Colts. Van der Eyken, und Sie hören es an den Anfeuerungsrufen. Es sind viele Belgier hier im Stadion. Aus Brügge, aus dem Limburger Land. Wimmer. Delhaye. Noch tastend das Spiel des deutschen Meisters mit vielen Verzögerungen. Bonhoff. Simonsen gegen Basteins. Zwei Kameraden sind mit aufgerückt. Simonsen. Kulik geht mit. ...1,68 ist der groß, der kleine Däne. Man sieht es hier in dieser Einstellung. Die Gegenspieler waren Riesen. Wimmer. Es gibt einen Eckball. Dieser Schuss, halb Passball, halb Torschuss, der war nicht ungefährlich. Ecke Bonhoff. Krieger, der österreichische Libero. Ein dribbelstarker Mann, Ulrich Lefebvre. Wunderbarer Pass. Colts. Wieder Colts. Noch einmal. In der Tat, verehrte Zuschauer, der FC Brügge spielt offensiv hier gegen Borussia Mönchengladbach. Kulik. Delhaye.
wieder Kulik. Stielicke. Sehr ballsichere Mannschaft der FC Brügge. Courant, Lekens, der Vorstopper. Tempo aus dem Spiel. Stielicke. Der zweite Versuch. Diesmal besser als beim ersten Mal, als der Ball hoch übers Tor ging. Der dritte Versuch. Der Ball war schwer zu nehmen. Er ist glatt und rutschig. Beifall für diesen Flügelwechsel, Bonhof auf Wimmer. Torentfernung 25, 30 Meter. Dann wird das Abwehren jetzt dichter. Simonsen. Das ist Ernst Happel. Der Wiener, der seit 3 Jahren den FC Brügge trainiert, der vor 7 Jahren den Europacup und den Weltcup gewann mit Feyenoord Rotterdam. Kulik. Wolos, Fuchs, Simonsen,
klare Entscheidung. Und die gelbe Karte für wen? Aus dem Spieler Knäuel. Die erste Verwarnung in diesem Spiel. Gelbe Karten, sie zählen ja im Europapokal nicht nur für ein Spiel, sondern sie können Folgen haben, wenn die Mannschaft weiterkommt. Bonhoff. Fuchs, Del Hay und Abseits. Bringen. Klug zurückgespielt. Das war eine gute Leistung von dem jungen Rechtsaußen, der die 9 trägt, nach diesem Sprint noch die Übersicht, den Ball zurückzupassen. Aber Wimmer lief mit zu viel Tempo in diesen Rückpass hinein und Simonsen. Die Zange genommen. Die 65.000 reagieren temperamentvoll, aber es sind gewiss 8.000 bis 10.000 Belgier hier im Rheinstadion. Lefebvre jetzt vom Schiedsrichter verdeckt. Kulik läuft an. Stielicke. Wolas. Sehr oft am Ball. Christian Kulik in dieser Eröffnungsphase. Klinkhammer, Wolas. Korant. Und Abseits. Abseitsposition des Walisers.
alle Spieler, bis auf Birger Jensen, in der Hälfte des deutschen Meisters. Gladbach hat Mühe, sein Spiel zu finden, das kann man sagen, nachdem 21 Minuten gespielt sind, 0:0. Lefebvre, 30 Jahre ist er, seine letzte Saison. Davies, 1,94 groß und Abseitsposition. Das ist Allan Simonsen. Seit Wochen, seit Monaten der einzige Stürmer des deutschen Meisters, der in Hochform ist. Man kann ohne Übertreibung sagen, ein Spieler von Weltklasse-Format. Bonhoff. Er wird gerufen, geschimpft. Sie sehen es. Die Frage bleibt, kann die Borussia hier Tore schießen? Und davor muss sie die Frage beantworten, findet sie wieder zu ihrem Spiel in etwa. Zwingende Kombination, sehr selten. Und die Möglichkeit durch Puls. Kein Abseits. Wurde böse gezögert in der Abwehr. Wir werden diese Szene gleich in der Zeitlupe sehen. Zurück gegen Brügge. Immer wieder in der Spitze, Kolz. Kulik, Wimmer geht links. Der Ball müsste kommen. Simonsen. Davies gegen Klinkhammer. Ball nicht im Aus. Pässe, die wir des Öfteren gesehen haben, halbe Rücklagen. Stielicke, Wittkamp. Del Haie konsequent rechts draußen. Versucht die Abseitsfalle aufzubauen.
kein Abseits. Simonsen gegen drei. Hinrichs. Sehr energisch der junge Mann gegen Berti Fuchs. Oh, Kulik, Glück gehabt. Wolos. Wimmer. Noch einmal Wolos. Noch einmal Wolos. Minuten gespielt, verehrte Zuschauer, und der deutsche Meister ganz in Weiß liegt gegen den FC Brügge mit 0:1 zurück durch ein Tor von Kohls in der 23. Minute. Sind das Missverständnisse? Basteins. Serkes wieder Hinrichs mit Berti Fuchs umspringt. Klinkhammer. Jetzt ist Raum da, wenn schnell gespielt wird. Wimmer geht links. Simonsen in der Mitte. Der Laie. Eine glänzende Reaktion von Birger Jensen. Da kommt der Kopfball. Und die Szene, ja, ich möchte sie noch einmal sehen, wenn es geht. Für mich war da eine Hand im Spiel. Und ich glaube, es war nicht die Hand des Torwarts. Es gab Reklamationen, Sie haben sie vielleicht im vorbeihuschenden Bild gesehen, Stielicke. Vielleicht können wir diese Szene, ich weiß nicht, ob es möglich ist, in der Regie noch einmal einspielen. Für mich umstritten, diese Entscheidung. Nach dem Kopfball von Kalle Delhaye. Kurz. Davis. Hinrichs. Noch 8 Minuten bis zur Pause, 0:1. Er lässt sich sehr viel Zeit mit dem Abschlag, der Birger Jensen.
Ball. Sechs Gladbacher gegen fünf Abwehrspieler. Simonsen. Und er scheitert an seinem dänischen Landsmann, an Jensen. Wieder Simonsen. Wittkamp kommt mit. Delhaye. Courant. Doppelpass. Kulik. Ja, Sie sehen es. Das ist zögernd, tastend. Wittkamp. Aber die Kulisse ist da. Das ist Colts mit der 6, der Torschütze. Lakens. Berti Fuchs, der sich da vorhin aufgestützt hatte, man kann da geteilter Meinung sein über diese Entscheidung. Davis. Courant geht. Wie sagte Udo Lattek am vergangenen Samstag nach dem Unentschieden gegen Kaiserslautern, über Kampf zum Spiel. Nur so kann jetzt die Devise lauten. Für den deutschen Meister. Spielerisch geht nichts zusammen in dieser ersten halben Stunde, die fast gespielt ist.
Klinkhammer. Auf den kleinsten Mann hochgespielt. Wimmer. Sperren, ohne den Ball spielen zu wollen. Indirekter Freistoß. Davis, Volders, der linke Außenverteidiger, geht mit. Courant, Courant. Und Tor. Kompliment für den FC Brügge und schade um die Borussia. Glänzend gespielt. Ausgespielt, ausplatziert. Und kein Kommentar zu diesem Bild. 30. Spielminute. 2:0 für den FC Brügge. Torschütze, die Nummer 10, Courant. Im Publikum, wenn ich es richtig höre, hier in der Kabine FC Brügge. Circa 10.000 Belgier sind hier. Wimmer. Kein Abseits. Gulik. Hat er die Nerven? Und der Anschlusstreffer. Das war nicht leicht, denn der Raum wurde eng nach diesem Dribbling. Herbert Wimmer, der kluge Pass. Ausgezeichnet gespielt. Dann kommt Jensen aus dem Tor. Er wird abgedrängt nach rechts und dann mit dem rechten Fuß Spielminute. Vorbei an einem Verteidiger. 1:2 in der 43. Minute. Simonsen. Wolers. Berti Fuchs hat seine Mühe mit diesem forschen 20-Jährigen, der hier in letzter Minute für den verletzten Lambert eingewechselt wurde. Kulik, der Torschütze. Wittkamp. Abseits, abseits. Dieser Anschlusstreffer gibt neue Hoffnung, verehrte Zuschauer.
Vielleicht erinnern Sie sich, Brügge stand im vergangenen Jahr im Finale des UEFA-Pokals, führte in Liverpool mit 2:0 und am Ende hieß es dann 2:3. Als die Mannschaft unter Druck gesetzt wurde im zweiten Durchgang, da verlor sie ihre Linie. Aber es ist ein klasse Team hier aus Belgien, das in der ersten Halbzeit, Sie werden das unterstreichen nach den Ausschnitten, die Sie gesehen haben, besser gespielt hat als der deutsche Meister, der aber durch seinen Anschlusstreffer kurz vor der Pause noch alle Chancen hat, dieses Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden. Der zweiten Hälfte, die Aufholjagd des deutschen Meisters kann beginnen. 1:2 Rückstand gegen den FC Brügge. Del Haie. Ein Foul von Ulrich Lefebvre. Wiederholung. Del Haie vorbei. Dann nicht den Ball getroffen. In die Beine. Bonhoff. Wittkamp kommt nicht heran. Stielicke. Jensen. Beide Mannschaften in der gleichen Formation wie im ersten Durchgang. Sehr, sehr enges, zu enges Spiel. Das ist Kohls, der Mann, der das erste Tor machte. Ein glänzender Reflex und Glück für Wolfgang Kneip. Das hätte. Hier ist die Wiederholung. Kohls. Dann Davis. Das hätte eine sehr frühe Vorentscheidung sein können. Gladbacher. Der Zweikampf an der Seitenlinie. Kulik. Wimmer. Das war Simonsen. Eine gute Schussposition. Schießen, das ist die Aufgabe des deutschen Meisters. Gerade diese Aufgabe hat er in den vergangenen Wochen und Monaten nur sehr, sehr
schwer und schlecht gelöst. Drei Bundesligaspiele ohne Torerfolg. Heute ein Treffer durch Kulik. Der Haie, kein Abseits. Hunov. Wimmer. Kolz, für mich der überragende Mann hier auf dem Platz. Im Aufbau, in der Spitze. Abseits. Es war sehr, sehr knapp. Allenfalls gleiche Höhe. Simonsen war gestartet. Libero. Eduard Krieger. Österreicher. Davis wird jetzt hochsteigen. Simonsen. Abseits. Diesmal klar. Den Haie. Stielicke. Keine Abseitsposition. Riskantes Spiel des belgischen Meisters. Wimmer. Und das hätte der Ausgleich sein können. Er konnte den Ball nicht mehr drücken. Die beiden kleinsten waren oben, Del Haie und Simonsen. Etwas zu hoch, dieser Flankenball. Aber immerhin, das gibt Stimmung und hoffentlich auch Selbstvertrauen bei der Borussia. Spiel wird länger, präziser beim deutschen Meister. Stielicke gegen Lefebvre. Guter Schuss! Ob Jensen den erreicht hätte, wir können es jetzt besser erkennen. Gut 22 Meter die Torentfernung, er war zu spät, ja. Zuletzt gesehen in diesem Spiel kaum. Wimmer.
Ein Eckball. Da blitzt jetzt etwas auf vom alten Borussenspiel. Schnell, direkt. Klinkhammer gegen Hinderichs. Abseitsfalle wird aufgebaut. Der FC Brügge unter Druck zum ersten Mal in diesem Match. Wimmer. Simonsen. Ulrich Lefebvre. Fall von Stielicke. Krieger, Davis. Schussmöglichkeit. Abseits. Simonsen, Klinkhammer, Del Haie. Gegen Lakens, wieder Klinkhammer, Stielicke, Wimmer. Immerhin, die Aktionen sind weiträumiger geworden, haben mehr Tempo. Wer geht's? Für Lefebvre, Nummer 11, spielt nun mit der Nummer 12 Sanders. Sanders für Lefebvre, der schon auf der Bank sitzt, unten neben Ernst Happel, dem Trainer. Sanders mit der Nummer 12 von Hause aus. Ein Abwehrspieler. Man darf gespannt sein, ob der FC hier die Defensive verstärkt. Man sagt von ihm ja in Belgien, er könne nur eins, das allerdings mit sehr großer Perfektion. Er könne stürmen und offensiv sein. Die Abwehr sei nicht seine Stärke. Wir werden es erleben hier im Rheinstadion in den nächsten 35 Minuten. Denn die Borussia wird kommen, sie muss kommen. Basteins. Stielicke, der sich sehr um den Aufbau bemüht.
Del Haye. Bolos. Dribblings und gewonnene Zweikämpfe. Sie scheinen neues Selbstvertrauen zu haben, auch wenn dieser Flankenball nicht kam. Bonhoff geht in die Spitze. Abseits wird signalisiert. Del Haye. Krieger. Gut zum Dribbling. Ja, voll die Beine getroffen. Wieder Del Haye. Der neue Mann, Sanders. Das ist Colts. Courant. Bonhoff, Simonsen und Wittkamp und Simonsen und Ausgleich. Ein Abpraller. Zunächst Wittkamp und dann der kleine Däne. 62. Minute. Die Flanke von Bonhoff. Wittkamp Kopfball. Jensen lässt abprallen und Simonsen ist da. Krieger auf der Linie kann nicht mehr retten. Zwei zu zwei, Udo Lattek. 0:2 zurück. Stanz. Wer ist schneller? Berti Vogts. Das war knapp. Wolos. Viel Bewegung im Gladbacher Spiel. Simonsen. Jetzt 3 gegen 3. Stielicke kommt mit zurück. Davies ist links. Gut postiert. Ein Fehler. Hinderichs. Freistoß, als Wittkamp ganz offensichtlich
den Fuß des jungen Mittelstürmers getroffen hat. Den Ball abschirmen. Nein. Das Schienbein. Es gibt einen direkten Freistoß fast von der Torauslinie. Achtung auf Davis, auf den langen Waliser, der jetzt versucht hochzusteigen. Van der Eyken. Ernst Happel. Volders. Volders mit der Nummer 5. Sie sehen ihn hier, der linke Außenverteidiger. Ja, vor 8 Tagen in der Meisterschaft ein Tor schoss, genau wie Basteins, sehr offensiv. Wieder Volders. Schnell spielen muss jetzt die Devise heißen, denn dann wird die Frage aktueller denn je, kann Brügge das Tempo des deutschen Meisters mitgehen? Simonsen. Del Haie. Stielike ist frei. Kein Abseits. Bonhoff. Wimmer. Powerplay. Das sind Chancen. Die Wiederholung macht es in der Zeitlupe noch deutlicher. 2:2. Kolz und Korant für Brügge. Kulig und Simonsen für Borussia. Fuchs, die linke Seite, Wolos, der Ball ist nass, ist rutschig, einige Unsicherheiten bei Birger Jensen, der auch beim Ausgleich den Ball nicht festhalten konnte. Wieder war Simonsen dicht dran. Kulig gegen Lakens. Bonhoff. Wolos. Wimmer. Wittkamp. Del Haie. Sehr stark im Dribbling, er riskiert viel. Klinkhammer. Kein Abseits. Kulig. Scheint fast so, als hätten die Borussen in dieser Phase einen Spieler mehr auf dem Platz. So stark ist der Druck. Wimmer Bonhoff, wieder Wimmer.
Der Konter. Kein Foul, korrekte Attacke, signalisiert der Schiedsrichter und diesmal Abseits. Das sind knappe Entscheidungen. Udo Lattek springt auf, er sitzt allerdings nicht genau auf Ballhöhe in diesem Fall. Aber der FC Brügge spielt hier mit sehr viel Risiko. Hinten Linja postiert. Und der Mann, der dirigiert, ist Krieger, der österreichische Libero. Wimmer. Er hält den linken Flügel, Del Haye an der rechten Seite, Simonsen Spitze in der Mitte. Berti Vogts, Simonsen, gut gespielt, kein Abseits. Wimmer, Ball im Aus. Etwas zu weit vorgelegt. Wir sehen es hier. Er kommt nicht mehr ganz heran, die Fotografen verdecken den Abschluss etwas. Herausgeholt hat. Das Spiel ist langsamer geworden, wird vor allem vom belgischen Meister langsamer geführt, aber es ist immer noch unerhört dicht in der Szenenfolge. 2:2. Sehr gute Züge von Del Haye. Den kam er hier. Ja, das war Sperren ohne Ball. Van der Eiken. Achtung Wittkamp, Sanders kommt. Herbert Wimmer. Sieben Gladbacher gegen fünf Abwehrspieler. Olof. Satz. Davies zeigt an, dass er am Trikot festgehalten wird. Von Klinkhammer, der ihn bewacht. Gut 15 Minuten im Rheinstadion vor 65.000. Foul, gestrecktes Bein.
gelbe Karte für Roger Davis, den ehemaligen Stürmer von Derby County. Abseits. Sie bleiben stehen, die Belgier. Vielleicht war Simons etwas überrascht über diese Chance. Der Torwart war schon unterwegs in die linke Ecke. Minuten noch. Die Torfolge 0:1 Colts, 0:2 Courant, dann kurz vor der Pause der Anschlusstreffer durch Kulik und in der 62. Minute der Ausgleich durch Simons. Der FC Brügge im ersten Durchgang vor allem spieltechnisch in der Anlage, auch in puncto Torchancen die bessere Mannschaft. Borussia in der zweiten Hälfte. In dieser halben Stunde kämpferisch überzeugend mit viel Tempo. Man muss allerdings abwarten, ob die Mannschaft jetzt in der Schlussphase noch einmal die Kraft hat, zuzulegen. Van der Eyken immer noch am Boden. Er deutet an, wo es schmerzt. Knöchel. Rainer Bonhoff. Aber das sieht auch in der zweiten Wiederholung nicht so schlimm aus. Aber die Spieler sind müde. Sie sind weite Wege gegangen. Und dann sind solche Reaktionen doch verständlich. Krieger, Stielicke. Konrad, der französische Referee. Davis. 1,94 lang. Colts mit der Nummer 6 etwas untergetaucht. Eine Halbzeit lang. Die überragende Figur hier im Rheinstadion. Wolos, Kulik, Wimmer. Der Flügelwechsel in Berti Fuchs bietet sich an. Es wird nicht gegeben. Naja, ich weiß, woran Sie denken. Wembley. Jetzt kommt der Absatzkick. Fast zu kurz. Berti Fuchs. Wo geht er hin, der Ball? Ja. Haben Sie es gesehen? Alle, die vor uns stehen hier, die aufgesprungen sind, ganz klar die Reaktion. Der Ball war drin, so sagen sie, so deuten sie an. Die Fernsehkamera sagt nichts, meine Damen und Herren. Das ist ja nicht das erste Mal. Nach diesem Bild kann man sich nicht festlegen. Es bleibt beim 2:2 und die erste unschöne Rauferei hier. Die erste unschöne Szene in diesem Spiel. Jensen hat den Ball nicht unter Kontrolle, man sieht es. Wittkamp ist da. Und dann sind die Belgier in Überzahl da. Der Torwart liegt
Jetzt sehen Sie es noch am Boden. Nicht unfair. Birger Jensen, er hatte den Ball nicht unter Kontrolle. Man legt die internationale Regel ja so aus, wenn der Torwart den Ball auch nur mit einem Finger berührt, dann darf der Gegner nicht mehr zuschlagen. Es hat solche Tore gegeben. Ich habe ein Spiel gesehen in Basel, Schweiz gegen Schweden, ein Qualifikationsspiel, als die Schweden aus einer solchen Situation heraus den Siegtreffer zum 2:1 machten. Damals gab es Diskussionen, damals kam diese Regel in die Diskussion. Aber so wird sie ausgelegt. Noch 10 Minuten, 2:2. Bonhoff. Simonsen, Delhaye im Strafraum. Die beiden Kleinen. Volders klärt. Abseits, gleiche Höhe. Stielicke. Klinkhammer. Der Raum vor dem Tor und Strafraum ist abgeschirmt. Bonhoff. Volders, der sehr stark wird jetzt in der Defensive. Freistoß für Borussia. Wimmer. Einmal Colts, der Mann, der eine Halbzeit lang hier das Spiel gemacht hat. Vier Kameraden sind mitgegangen. Lickets. Hinrichs. Ist sehr schwer vom Ball zu trennen. Rainer Bonhoff. Sofort, wenn er zum Schuss ansetzt, Sie haben es gesehen. Wird der Raum eingeengt, sind drei, vier Spieler da, die sich in die Flugbahn des Balles werfen. Kaum ein Borussenspieler, verehrte Zuschauer, um nicht zu sagen, kein Borussenspieler hat normale Form. Aber sie haben gekämpft in der zweiten Halbzeit. Aber schließlich sind sie Profis. Das kann, das muss man von ihnen erwarten und verlangen. Und noch haben sie eine Chance. Noch 6, 7 Minuten die Torfolge von 0:2. Auf 2:2. Bonhoff. Simonsen ist gestartet. Delhaye geht mit. Ein Abstoß, das ist korrekt.
Der Pass war nicht gut auf den. Da erkennen Sie Jupp Heynckes, der zweite von links neben Wolfgang Kleff. Er hat gefehlt, aber er fehlt seit Monaten. Ende November am Meniskus operiert. Sicherlich hätte die Borussia einige Tore mehr geschossen in den vergangenen Spielen. Vielleicht auch einen Treffer hier in dieser Begegnung. Hinderichs. Volders. Das könnte knapp werden, denn Simonsen kommt. Lakens. Rainer Bonhoff. Er bleibt liegen, müde, entkräftet und abseits, dieser Pass auf Courant. Bonhoff kommt jetzt zurück aus dem Abseits heraus. Er ist jetzt in der Schlussphase ganz vorne in der Spitze. Delhaie. Basteins, Courant. Courant gegen Wittkamp. Hinderichs. Die letzten drei Minuten im Rheinstadion. Jetzt ist Courant im Abseits. Kaum noch zusammenhängende Aktionen in diesen letzten Minuten. Kulik. Delhaie. Beiden Beinen, ja. Freistoß. Es wird keine Entscheidung geben hier in diesem Spiel, verehrte Zuschauer, ganz gleich wie es ausgeht, ob eine der beiden Mannschaften noch ein Tor schießt. Die Entscheidung fällt in 14 Tagen am 16. März im Olympiastadion im Rückspiel dieser beiden Mannschaften. Courant. Davis. Hinderichs. Berti Fuchs, der da geklärt hat. Stielicke. Die beiden Kleinen, Delhaie und Simonsen. Van der Eyken, Courant. Die letzte Minute nach unserer Uhr, wenn der Schiedsrichter nicht nachspielen lässt, was möglich ist. Herbert Wimmer.
Kulik. Simonsen, Stielicke. Monow. Passagen 10 Sekunden über die Zeit gespielt, aber es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, nachspielen zu lassen. Die Partie war unterbrochen dreimal in der zweiten Hälfte. Kulik. Kurz. Courant. Gladbach geht natürlich ein hohes Risiko. Entlöst die Deckung, um hier die letzte Chance zu wahren. Wolos. Er kommt nicht an, der Ball. Eine Minute über die Zeit. Und die letzte Aktion der Abpfiff, meine Damen und Herren. Natürlich Enttäuschung hier bei den Borussen. Jubel beim FC Brügge. Und hoffentlich hat Trainer Ernst Happel recht, der vor dem Spiel sagte, ich habe vor dem Rückspiel mehr Angst als vor diesem Hinspiel. Hoffentlich findet Borussia Mönchengladbach in den verbleibenden 14 Tagen etwas von der alten Form wieder, um am 16. März in Brügge vielleicht doch noch eine Runde weiterzukommen, nämlich ins Halbfinale.